Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Filter. Was ihr damit machen könnt, wie der sich anhört, das erkläre ich euch jetzt. So, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, mal wieder richtig schön groß, damit man auch was sieht. Hier unten sieht man schön den Filter, den ich hier reingezogen habe. Ich habe hier oben einen Polysynth hingelegt, der hier einfach nur eine Note spielt. Und den Output von dem Polysynth hier habe ich jetzt erstmal in den Filter reingeroutet. So, dass ihr quasi, wenn ich hier jetzt den Filter auch auswähle, dass man nur den Filter hört, wenn ich den spiele. So hört sich. So muss ich anfangen. Standardmäßig ist der Filter so eingestellt. Das heißt, ich habe hier zur Erklärung erstmal des Filters ein Standard-Device. Ich habe hier einen Ausknopf. Ich kann hier die Presets auswählen. Hier ist der Name des Filters. Hier kann ich die Fernsteuerung mir anzeigen lassen oder eigene Pages kreieren. Und hier kann ich dann die Modulatoren einschalten und konfigurieren. Dann habe ich hier den Filter, der hat hier so ein Spektrogramm oder ein Spektrum von 20 bis 10.000 Hertz. Und hier habe ich noch so einen Knopf, den ich hier frei bewegen kann. Oder ich kann eben hier durch den Filterknopf an sich und den Resonanzfilter hier separat bewegen. Dann habe ich hier verschiedene Filtertypen am Start. Das heißt, hier habe ich einen Tiefpassfilter oder wird auch genannt, unten steht, glaube ich, nee, unten steht sogar Lowpassfilter drin. Manchmal heißen die auch High Cut, also das heißt, dass die Höhen wegschneiden. Aber Tiefpass heißt einfach, tiefe Frequenzen kommen durch. Das ist ein zweipoliger Tiefpassfilter. Zweipolig heißt, dass der eine 18 dB Flankensteilheit hat. Flankensteilheit ist diese Geschichte hier, also dieses kleine, dieses Abfallende, dieser Hang hier. Und das erkläre ich gleich nochmal mit einem EQ, den ich hier reingezogen habe, nochmal genauer, wie das aussieht. Das ist ein vierpoliger Tiefpassfilter. Das heißt, vierpolig ist 4 mal 6 sind 24. 6 deshalb, weil 6 dB immer eine Verdopplung oder eine Halbierung der Lautstärke darstellt. Das heißt, zweipolig ist einfach doppelt so laut. Nee, zweimal so laut. Und das wäre viermal so laut. Dann habe ich hier einen Bandpassfilter, auch zweipolig. Einen vierpoligen Bandpassfilter. Dann habe ich hier einen Highpass, also er lässt die hohen Frequenzen durch und schneidet die tiefen Frequenzen ab, oder ein Low Cut, also tiefen Frequenzen abschneiden. Einen vierpoligen Highpassfilter, einen Notchfilter, das heißt, der schneidet mir so eine Kerbe rein. Und dann habe ich hier noch eine Option, wo ich den Filter auf quasi Durchzug stellen kann, was ungefähr so viel ist, wie dass ich ihn hier ausmache. Dann habe ich hier noch zwei Knöpfe. Das eine ist der Pre-Gain, also das heißt, das Signal, das reinkommt, bevor es den Filter passiert, dass das verstärkt wird. Und dann habe ich noch einen Post-Gain, das heißt, das Signal, das schon vom Filter verändert worden ist, kann hier nochmal verstärkt werden. Das heißt, wenn ich das Signal durch den Filter so stark schwäche oder kleiner mache, kann ich das hier nochmal mit einer Verstärkung rausschicken in das nächste Instrument. Manchmal heißt es auch sowas wie Make-Up-Gain oder irgendwie sowas, aber das sind die zwei Knöpfe hier. So. Ich zeige euch jetzt erstmal mit dieser Flankensteilheit, was das auf sich hat, anhand von einem EQ. Da muss ich jetzt aber den Polysynth nochmal umrouten, nicht in den Filter, sondern in den EQ. Das heißt, die Ausgabe, die Audioausgabe von dem hier geht jetzt in den EQ. Und in dem EQ habe ich jetzt einfach mal einen Tiefpassfilter angelegt hier.
Nein, kein Tiefpassfilter, einen Low Cut, also einen jetzt komme ich selber mit den Begriffen durcheinander. Einen High-Pass-Filter, sprich einer, der die tiefen Frequenzen abschneidet. So, das bringt mich jetzt total durcheinander hier. Ein Low-Cut. Eigentlich dieser Low-Cut ist ein High-Pass-Filter. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas spiele, kann ich den jetzt hier hin und her schieben. So kommen die tiefen Frequenzen rein. Und so schiebe ich die langsam wieder raus. Und hier unten sieht man schön, in welchem Frequenzbereich ich bin. So, und das Ganze kann ich natürlich noch in verschiedenen Varianten machen. 6 dB, 12 dB und so weiter. Und hier sieht man schön in der Beschreibung 6 dB per Oktave. Slope. Slope ist die Steilheit, wird manchmal auch Steepness genannt. Das heißt, wenn ich in diesem Frequenzbereich eine Oktave verschiebe, dann wird hier hinten innerhalb einer Oktave die 6 dB reduziert. Und dann geht das hier so Stückchen für Stückchen runter, bis einfach komplett keine Signale hier mehr durchkommen. So, und jetzt kann ich das natürlich weitermachen hier mit einem Low Cut, mit einem vierpoligen, also 24 dB. Und ich schalte hier jetzt einfach mal den LFO ein, den ich hier angemacht habe. Der macht dann hier die automatischen Fahrten und lass das jetzt einfach mal laufen und schalte jetzt mal zwischen hier dem Low Cut, also dem High Pass Filter oder dem Tiefschnitt. Ich komme jetzt nicht mehr auf das deutsche Wort, obwohl ich das vorhin gesagt habe. Egal. So, ich lasse das jetzt einfach mal laufen und hier einfach mal zu. Ist viel extremer, wenn ich jetzt hier den Einpoligen nehme, bleibt viel mehr vom Signal über. Und der Effekt ist wesentlich sanfter. Gehe ich jetzt auf den Achtpoligen. Schneidet der ziemlich heftig ab. Das heißt, hier dann schon gar nichts mehr. So, und das gleiche halt bei einem High-Cut-Filter, dann geht er von dieser Seite aus und schneidet eben die Höhen weg. Und wenn ich einen extremeren High-Cut-Filter nehme, bis hin zu, was nicht mehr hörbar ist. Da kann man eben schöne Effekte damit auch machen. Filterfahrten quasi. So. Und dann gibt es noch den Bandpass, den habe ich mal so etwas eingezeichnet. So. Das ist dieser Bandpassfilter, wenn ihr hier auch nochmal auf den Filter guckt. Das ist dieser Hügel hier. Den zeige ich jetzt auch nochmal, weil man das einfach hier so schön sehen kann, wenn der sich hin und her geht. Jetzt muss ich den Polysynth hier auf den Bandpass umstellen, auf die Spur, die ich Bandpass genannt habe. Und auf den Bandpassfilter selber. Und wenn ich das jetzt spielen lasse, hört sich das jetzt so an. Das heißt, er schneidet tiefe und hohe Frequenzen ab und hat nur einen sehr definierten Frequenzbereich, in dem er wirkt. Und hier die Flankensteilheit, das habe ich jetzt einfach mal so eingezeichnet. Das ist jetzt überhaupt nicht korrekt, sage ich mal so, von normalen Bandpassfilter, aber das dient jetzt einfach nur mal der Anschaulichkeit. Und wenn ich hier jetzt den hin und her schiebe, hört man wieder den Effekt.
So, das sind erstmal diese Filterarten. So. Das heißt, ich kann mit dem Filter kann ich hier diese Sachen einstellen. Ich kann sie auch modulieren. Wenn ich jetzt wieder hier umstelle, Entschuldigung für diese ganze Rumstellerei, aber das war einfach zur Anschaulichkeit notwendig, kann ich jetzt hier mit dem Filter entweder hier mit dem Knopf arbeiten. Viele Synthesizer haben hier dann auch so einen Pad oder einen Joystick und dann kann man dann quasi mit dem Joystick und diesem Knopf oder auf dem Touchpad den Filter zum Zwitschern bringen, so ein bisschen. Man sieht es auch schön auf der rechten Seite an dem Spektrum, wie der Filter auf und zu geht oder höher oder ein bisschen tiefer oder wenn ich hier so einen Notch nehme, so ein Bandpassfilter, Entschuldigung, wie der so hin und her geht oder einen Hochpassfilter. Oder dann jetzt tatsächlich den Notch. Sieht man hier schön, wie der hier so, sieht man das? Ja. Wie der hier so eine Kerbe reinschlägt, quasi. Und ich mit der Kerbe dann durch die Frequenzen durchkämmen kann. Und da das ein Notch-Filter ist, komme ich nicht weiter hoch. Hier, das wäre dann quasi sowas wie ein Bell-Filter, den ich dann auch nach oben ziehen kann. Aber der Notch-Filter hat eine Sache, wenn ich den hier zum Beispiel mal, ich deaktiviere das hier mal und mache das hier mal weg. Und wenn ich jetzt hier einen Filter hinlege und sage, das ist ein Notch-Filter, das ist ja eine lustige Anzeige. Dann geht dieser Filter quasi in Minus und Endliche. Das heißt, alle Frequenzen, die hier sind, werden einfach komplett stillgestellt hier ganz unten. Und dann gibt es eben diesen Anstieg. Und die Breite des Anstiegs ist dann Stoff für ein weiteres Tutorial. Über den Equalizer mache ich dann auch noch. Das hat was mit der Güte Q zu tun und dann auch die Bandbreite hier, die definiert wird, auch bei einem Bandpassfilter. Diese Bandbreite, die ein Bandpassfilter hat, der dann auch beim vierpoligen, wenn mich nicht alles täuscht, dann einfach ein bisschen hier enger ausfällt. Das heißt, eigentlich habe ich hier, glaube ich, schon einen vierpoligen gemacht. Beziehungsweise das wäre ein vierpoliger, wenn ich den so auswähle. Das wäre ein vierpoliger. Und ein normaler Bandpassfilter dürfte vermutlich so aussehen mit einem zweipoligen. Jetzt habe ich irgendwas, den falschen ausgewählt. So, den hier und den Low Cut 2. So, jetzt habe ich einen zweipoligen Bandpassfilter. Und dann sieht man halt einfach schön, wie der die Frequenzen dann abschwächt, beziehungsweise dann eben auch hier abschneidet komplett. Ja, das war das Tutorial über den Filter. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen was mitnehmen können über den Filter, dass man schöne Effekte machen kann, schöne Filterfahrten, Filtersweeps. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Kommentiert unter dem Video, schreibt Kommentare, liked, teilt das Video, wenn ihr das toll fandet. Damit helft ihr mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.